Hallo Freunde, ich habe gerade richtig Bock, ein Video aufzunehmen und über ein Thema zu reden, über das ich ja gerade ein bisschen was rumphilosophiert habe. Und in dem Zuge habe ich auch selber nochmal eine Erkenntnis über mich gewonnen und ich dachte, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch oder vielleicht kann der ein oder andere von euch da auch irgendwie was Sinnvolles für sich bei rausziehen. Und zwar geht es um den Gedanken, oder um den Satz, ich möchte nicht mehr kämpfen. Das ist ein Satz, den ich schon das ein oder andere Mal von Leuten gehört habe. Und das ist auch ein Satz, den ich selber in bestimmten Phasen meines Lebens gesagt habe oder auch gedacht habe. Und ich glaube, das ist so ein Satz, den man ja gerade dann sagt, wenn es halt gerade wirklich schwierige Zeiten sind und man irgendwelche wirklich ekelhaften Probleme hat. Und ich habe dazu drei verschiedene Gedankenrichtungen. Zwei, die wirklich auf diesen Satz selbst bezogen sind und dann halt ja noch meine relativ neue Erkenntnis. Der erste Gedanke bezüglich dem Satz selber ist, wenn man in dieser Situation ist und diesen Satz sagt oder diesen Satz denkt, ich möchte nicht mehr kämpfen, weil man irgendwie verzweifelt ist, weil man keine Kraft mehr hat oder weil man das Gefühl hat, man ist diesem Problem, was da vor einem liegt, nicht gewachsen ist, dann kommt bei mir also dieser Gedanke oder diese Frage hoch, muss ich denn überhaupt kämpfen? Also diesen Kampf, den ich da nicht kämpfen möchte, muss ich den überhaupt kämpfen? Und ich möchte mit dieser Frage auf keine direkte Antwort raus. Also ich meine die Frage wirklich so offen, wie ich sie gestellt habe, weil ja, das wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich ist. Ich glaube aber, dass wir Menschen oft Kämpfe austragen, die wir nicht austragen wollen und die wir auch nicht austragen müssen. Wir es aber trotzdem tun aus, ja, Gründen. Keine Ahnung. Menschen haben ja die unterschiedlichsten Motivation oder die unterschiedlichsten Gründe oder keine Ahnung, warum man irgendwelche Kämpfe austrägt, die man eigentlich selber nicht austragen möchte. Wir sind ja dann meistens sehr beeinflusst von der Gesellschaft, von unseren Mitmenschen und ja, das ist so der erste Gedanke, den will ich auch genauso stehen lassen. Der zweite Gedanke ist, bei Kämpfen, die wir tatsächlich austragen müssen. Es gibt ja Dinge, da haben wir keine Wahl. Wenn man psychische Probleme hat und darunter leidet, dann hat man letztendlich ja nicht viel Wahl, ob man sich diesen stellt oder nicht. Wenn ich ständig Probleme mit Depressionen habe oder wenn ich Probleme mit sozialen Ängsten habe, dann, ja gut, ich habe die Wahl, ob ich mich dem Problem stelle oder ob ich mich den ganzen Tag in meiner Wohnung verkrieche. Nur aus meiner Sicht ist das eigentlich keine Option, weil wenn ich mit sozialen Ängsten den ganzen Tag, mein ganzes Leben lang in meiner Wohnung sitze und nichts tue, so was ist das dann letztendlich für ein Leben? Ist ja, und so mein Leben beenden will ich auch nicht. Von daher, das wäre ja auch theoretisch noch eine Option, aber finde ich es auch eine ziemlich beschissene Option. Deswegen, es bleibt halt oft nur die Option, diesen Kampf durchzustehen. Und auch wenn er hart ist und auch wenn man oft vielleicht glaubt, dass man diesem Problem nicht gewachsen ist, letztendlich, wenn man sich da durchgearbeitet hat, merkt man am Ende dann doch irgendwie, krass, ich hatte letztendlich doch mehr auf dem Kasten, als ich ursprünglich gedacht habe. Und also zumindest ist das etwas, oh, ich muss mal gerade Hand wechseln, zumindest ist das was, das mir in meinem Leben schon sehr oft aufgefallen ist, dass ja, man vor Problemen steht und man glaubt, die wären viel zu groß für einen oder man hätte nicht die Fähigkeit, nicht die Kraft dafür, das durchzustehen und dann macht man es einfach und letztendlich wird alles gut. Das ist, weiß nicht, ich finde das eine verrückte Sache. Also ich glaube, die meisten von uns unterschätzen sehr oft, zu was sie in der Lage sind und ja, vielleicht an der Stelle noch eine die Motivation, also das als Motivation sehen, solche Kämpfe auch mal auszutragen. Mein dritter Gedanke, meine neue Erkenntnis auch über mich selber,
ist die, dass ich diesen Gedanken hatte, dass ich glaube, dass ich gar nicht aufhören möchte zu kämpfen. Also, wenn man diesen Gedanken mal hatte, so ich möchte nicht mehr kämpfen, dann ist ja dieser, also der Gedanke dahinter, man hat ein Problem, man möchte das lösen und in Frieden leben. Aber mir ist irgendwie so aufgefallen, dass ich in gewisser Weise, glaube ich, nie fertig sein möchte. Also, und an der Stelle möchte ich das Wort Kampf oder auch also das oder das Verb kämpfen dazu auch vielleicht mal ein bisschen was anders formulieren, weil ja, das Wort Kampf immer sehr negativ assoziiert ist. Man könnte es ja auch als, also man könnte Kampf ja auch als Herausforderung bezeichnen. Und ich glaube eben, dass ich in meinem Leben nie frei von Herausforderungen sein möchte. Also ich hatte noch nie in meinem Leben dieses Gefühl oder diesen Wunsch danach, dass ich einfach nur meine Ruhe habe. Glaube ich. Also keine Ahnung, vielleicht hatte ich das mal. Wahrscheinlich hatte ich das schon mal in den ganz schweren Zeiten so, aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann einfach irgendwo in meinem Häuschen zu sitzen und den ganzen Tag nichts Neues mehr zu machen. So, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche diese Herausforderung halt auch irgendwie. Und mir ist dazu halt ein Satz in den Kopf gekommen, oder ich habe mich an einen Satz erinnert aus meinem Lieblingsbuch. Das habe ich hier auch mal vorbereitet. Und zwar ist das Buch, das Handbuch des Kriegers des Lichts. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schon mal drüber geredet habe. Ich, keine Ahnung. Ich finde, das ist, glaube ich, so seit 10 Jahren schon mein Lieblingsbuch. Und zwar, ich will jetzt nicht alles vorlesen von der Seite, aber der Satz, an den ich mich erinnert habe, war: Zuneigung und Zärtlichkeit gehören zu seiner Natur wie Essen, Trinken und die Lust am guten Kampf. Also zu seiner Natur, also er ist in dem Sinne der Krieger des Lichts. Das heißt ja auch das Handbuch des Kriegers des Lichts. Und ich kann mich mit diesem Satz irgendwie so gut identifizieren, so dieses, der gute Kampf gehört zu seiner Natur. Weil ich weiß, ich kenne es halt nicht anders. Ich habe schon immer für irgendwas gekämpft. So. Ich war schon in frühester Kindheit, habe ich mich irgendwie schon mal immer anders gefühlt als alle anderen. Ich hatte da schon meine psychischen Themen. Ich hatte meine Kinderkrankheit, gegen die ich kämpfen musste. Dann habe ich eigentlich die ganze Jugend mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen gekämpft. Und da ich immer nur Probleme hatte, die man von außen nicht wirklich sehen konnte, wie eben soziale Ängste, Depressionen und sowas. Oder halt auch, ja, kleinere körperliche Sachen, wurde das halt nie so von außen groß angesehen. Also ich habe nie groß Mitleid dafür bekommen, dass ich irgendein Problem habe. Deswegen wurde ich halt auch immer behandelt wie jeder andere auch, was ja auch vollkommen okay ist, so will ich jetzt gar nicht kritisieren an der Stelle. Aber ja, ich bin es in dem Zuge halt auch gewohnt, mich so durch diese gesellschaftlichen Systeme zu prügeln. Also, ob es das Schulsystem ist, mit dem ich nie klargekommen bin, oder grundsätzlich das Bildungssystem. Ich bin ja immer noch am Studieren und ich finde das Bildungssystem immer noch ätzend. Oder ob es irgendwelche anderen gesellschaftlichen Normen sind oder so, in die ich mich eigentlich nie fügen wollte, aber ja, an die ich mich dann doch irgendwie anpassen musste. Oder ja, ob es einfach nur meine eigene Psyche ist, mit der ich schon oft ringen musste, oder der innere Schweinehund oder keine Ahnung. Und später habe ich dann angefangen, mich für so Dinge wie Veganismus einzusetzen oder Umweltschutz oder was weiß ich. Ich laufe auf Demos, um letztendlich auch wieder für irgendwas zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ich glaube, selbst wenn ich irgendwann mit mir selber vollkommen im Reinen bin, alle meine gesundheitlichen Probleme 100% im Griff habe und mich hundertprozentiger Gesundheit erfreue, ich glaube, für irgendwas werde ich mich immer einsetzen, so, weil irgendwas gibt es halt immer zu tun, glaube ich. Irgendwas in dieser Welt gibt es immer zu tun. Und ich glaube, irgendeinen guten Kampf kann man sich immer stellen. Oder wie Samwise Gamgee aus Herr der Ringe sagt, es gibt etwas Gutes in dieser Welt. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und damit will ich das Video auch beenden. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mir folgen und konnte auch irgendwie etwas Sinnvolles für sich aus dem Video ziehen. Und in dem Sinne
bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.